Wir befinden uns hier in den Räumen der Nichtversichertenpraxis des BRK, Kreisverband Augsburg-Stadt. Die Räume wurden uns vom Kloster Maria Stern in Augsburg kostenlos zur Verfügung gestellt. Ich war 30 Jahre lang hier in Augsburg als niedergelassener Internist tätig. Und gleich vorweg zu sagen, im Rahmen dieser Tätigkeit sind gelegentlich auch immer wieder Patienten zu mir gekommen, bei denen ich feststellen musste, dass sie keine Krankenversicherung haben und trotzdem ärztliche Hilfe benötigt haben. Und es war für mich der Anlass, hier eine Einrichtung zu schaffen, zusammen mit dem Roten Kreuz, damit wir diese Leute behandeln können. Also es war so, dass ein Kollege von mir den Kontakt mit dem Dr. Eder hergestellt hat. Und so sind wir miteinander ins Gespräch gekommen und haben die Idee weiterentwickelt, weil der Herr Eder eben selber auch schon Erfahrungen gemacht hat mit Menschen, die keine Krankenversicherung haben. Und wir dann gedacht haben, das passt auch gut für uns zum Roten Kreuz. Ja, wenn Sie mich fragen, wer hierher kommt, also durchaus auch mal ein Patient mit akuten Beschwerden. Ich erinnere mich, letzte Woche hatte eine junge Patientin massive Schmerzen in der Brust und in der linken Schulter. Solche Patienten muss ich natürlich direkt ins Krankenhaus vermitteln. Es kommen aber auch Patienten, die nicht mehr wissen, wie sie sich weiter gesundheitlich versorgen können, nachdem sie keine Versicherung haben und auch keinen Arzt, der ihnen Medikamente verschreibt. Also wir sind durchaus in der Lage, Medikamente zu verschreiben, allerdings nicht auf Kassenrezept, sondern nur auf Privatrezept. Die Nichtversichertenpraxis hat jeden Mittwoch von 9 bis 11 Uhr eine offene Sprechstunde. Da kann man dann einfach vorbeikommen und klingeln und dann wird hier eben auch geöffnet. Es ist aber auch möglich, uns zu erreichen, telefonisch oder per Mail. Aber wenn Sie kommen wollen, dann ist die Adresse bei Merzen Bad 9 und der Eingang befindet sich im Merzenhöfle beim Kloster.